Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um sich unser Anliegen an diesem wichtigen Tag für Deutschland. Das Allerwichtigste spielt sich natürlich in Südafrika ab. Aber ich denke, das, was wir hier betreiben, ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Langfristig natürlich nur, dass Sie gekommen sind, um sich anzuhören, unseren Vortrag eben anlässlich dessen, dass wir unsere Verfassungsklage gegen die Griechenlandhilfe notgedrungen ergänzt haben durch eben weitere Anträge gegen die Politik der Rettungsversuche der Europäischen Währungsunion, insbesondere des Euro. Das ist also rechtswissenschaftlich und ich werde über die rechtlichen Dinge etwas sagen und meine Kollegen und Freunde danach über die ökonomischen Zusammenhänge. Eine hochkomplexe Materie, die auch völlig neu ist, in der Art und Weise Politik zu gestalten. Denn diese Politik besteht aus den verschiedensten Rechtsakten. Wir haben 11 Anträge gestellt gegen 11 Rechtsakte. Und da sind die wichtigsten eben der europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, und das deutsche Euro-Stabilisierungsmechanismusgesetz, aber eben auch der Rahmenvertrag, der zu diesem Zweck geschlossen wurde, auf, wenn man so will, europäischer Ebene, die Zweckgesellschaft, die begründet wurde und die zugrunde liegenden Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs, aber nur der des Eurogebiets und der entsprechenden Finanzminister. Also nicht alle 27, sondern immer nur der 16 der Mitgliedstaaten, in denen der Euro gilt. Das ist ein sehr komplexes rechtliches Gebilde. Aber warum ist das so gestaltet? Weil, wie es ja jedermann weiß, eigentlich für diese Politik keine Rechtsgrundlage besteht in den Verträgen. Ganz im Gegenteil, diese Politik verstößt ganz augenscheinlich und eigentlich von niemandem bestreitbar und von niemandem bestritten, gegen die vertraglichen Regelungen, insbesondere gegen die No-Bail-Out-Klausel des Artikel 125 des jetzigen Arbeitsvertrages der Europäischen Union. Danach dürfen die Mitgliedstaaten, genauso wenig wie die Union, andere Mitgliedstaaten eben keine Hilfe geben für den Staatshaushalt, sie dürfen nicht haften für deren Verbindlichkeit im weitesten Sinne und sie dürfen dafür auch nicht einstehen, also auch nicht dafür Bürgschaften geben, Gewährleistungen aussprechen, was auch immer. Besonders schmerzlich ist natürlich, dass ja auch die Europäische Zentralbank sich gelöst hat von den vertraglichen Vorgaben. Das gehört mit zu dem Paket der Politik und dass sie entgegen dem expliziten Verbot in dem Vertrag Artikel 123 eben unmittelbar Staatsanleihen ankauft, aber auch mittelbar Staatsanleihen jedweder Art, was man so Schrottpapiere nennt, die also den Wert nicht haben, den sie versprechen. Man versucht in ganz neuartiger Weise diese Politik zu rechtfertigen, nämlich als eine Notstandspolitik. Das ist der Rettungsanker, den man ausgeworfen hat und beruft sich da auf ein Wort im Artikel 122 Absatz 2 des Vertrages, nämlich dass bei Naturkatastrophen und eben anderen nicht vorhersehbaren schwerwiegenden Ereignissen die Union, wohlgemerkt die Union, nicht die Mitgliedstaaten, finanziellen Beistand gewähren können. Aber das sind außergewöhnliche, singuläre Ereignisse, die in diesem Vertrag gemeint sind, Naturkatastrophen, Seuchen, Terrorangriffe, vielleicht noch Flugzeugabstürze, aber nicht selbstverschuldete Finanzkrisen von Staaten. Das ergibt sich insbesondere daraus, dass ja drumherum um die Vorschrift genau geregelt ist die Haushaltsüberwachung und Haushaltsdisziplin. Die Grundlage der Währungsunion ist die Eigenständigkeit der Haushalte und eine disziplinierte Haushaltsführung, deswegen die No-Bail-Out-Klausel, deswegen das Verbot an die Europäische Zentralbank und viele andere Regelungen, die also ganz deutlich machen, dass der Vertrag in keiner Weise
vorsieht oder auch nur erlaubt, derartige Haushaltshilfen zu geben. Und da ist das Wichtigste, vielleicht nicht ganz einfach zu verstehende, bisher von allen übersehene oder vielleicht auch nicht öffentlich gemachte Problem, dass die Mitgliedstaaten, die jetzt diese Politik im Wesentlichen machen, denn es haben entschieden Staats- und Regierungschefs von 16 Mitgliedstaaten, Finanzminister von 16 Mitgliedstaaten und außer der Verordnung der Union sind das alles uneigentliche Unionsakte, keine Unionsakte. Das ist eine Zusammenarbeit der betroffenen Mitgliedstaaten. Die einen, die helfen sollen, die anderen, denen geholfen werden soll. Für diese Unionsakte gibt es die Verbote, wie gesagt. Aber insbesondere gibt es gar keine Zuständigkeit mehr. Deutschland und alle anderen, die beteiligt sind, haben für die Währungspolitik seit dem Vertrag von Lissabon, der allerdings erst seit dem 1. September, Dezember vorigen Jahres gilt, den anscheinend niemand richtig kennt, aber eigentlich ist ja beschlossen worden, von der Regierung vorgeschlagen, vom Parlament beschlossen, haben sie gar keine Zuständigkeit mehr. Denn explizit hat die ausschließliche Zuständigkeit für die Währungspolitik der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, sprich Deutschland und so weiter, nur noch die Union die Zuständigkeit und nicht mehr die Mitgliedstaaten. Deutschland hat für Währungspolitik keine Zuständigkeit, macht aber Währungspolitik. Was ist das sonst? Die Euro-Stabilisierungspolitik. Es geht immer nur um Stabilisierung des Euro. Das ist Währungspolitik an und für sich. Natürlich bedarf die der Finanzhilfen, dass der Vertrag Finanzpolitik und Währungspolitik auseinanderreißt in der irrigen Auffassung, dass das gelingen könne. Wir haben das ja seit 1998 kritisiert. Aber er hat es explizit auseinandergerissen in der Annahme, Haushaltsdisziplin plus Stabilitätspolitik der Europäischen Zentralbank gewährleistet eine stabile Währung. Dass es nicht geht, zeigt sich in dem riesigen Rettungsschirm. Nur, Vertrag ist Vertrag. Und das ist so geregelt. Das werden die Kollegen deutlicher sagen, das ist ein ökonomischer Irrtümer. Wenn man das ändern will, muss man den Vertrag ändern. Und man kann den Vertrag nicht in der Weise ändern, dass man einfach eine andere umstürzlerische Politik macht, die also klar vertragswidrig ist. Da wird auch kein Gericht dran vorbeikommen. Also gibt es nur einen Rettungsweg, dass man sagt, hier Not kennt kein Gebot. Es ist ein Notstand, und wir müssen irgendetwas tun, sonst verlieren wir unser höchstes Gut, nach der deutschen Weltmeisterschaft, das höchste Gut, nämlich den Euro. Bloß, das ist natürlich rechtlich völlig abwegig, der Euro ist nicht das höchste Gut der Europäischen Union, sondern er steht zur Disposition. Das Maastricht-Urteil hat das mit aller Klarheit gesagt. Wenn das keine Stabilitätsgemeinschaft zu erwarten verspricht, hat Deutschland die Möglichkeit und die Pflicht, füge ich hinzu, die Währungsunion zu verlassen. Das ist die Antwort auf Scheitern der Währungsunion, nicht die Finanzpolitik zu machen, die das zu retten versucht, die auch höchstwahrscheinlich vergebens sein wird, sondern eben auszuscheiden. Also dazu hervorzubringen, aus dem Nichts, ohne jeden Text, ohne eine Notstandsverfassung der Weimarer Reichsverfassung, Artikel 48, Sie können sich erinnern aus der Geschichte, und andere Notstandsregelungen, da eine Notstandspolitik zu machen, ist einfach gegen alle Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaates, das wird nicht fruchten. Vielleicht setzt die Politik auf die Hoffnung, dass es wieder mal das Bundesverfassungsgericht den Rechtsschutz verweigert. Das ist so, das war der Einstieg in den Euro, dass entgegen dem Grundgesetz kein Rechtsschutz zugestanden wurde. Unsere damalige Euro-Klage ist ja im kurzen Prozess abgewiesen worden, weil das Gericht sagte, die Eigentumsgewährleistung schützt zwar das Stabilitätsprinzip, genauso wie das Sozialstaatsprinzip, aber der einzelne Bürger, wir vier hatten damals geklagt, für Deutschland, ohne Auftrag, aber ich denke im Interesse Deutschlands, der Einzelne hatte insoweit kein subjektives Recht. Das Grundrecht, die Grundrechtsdogmatik ist zerstört worden. Das hat das Gericht noch nie wiederholt und vorher nie gesagt. Was im Grundrecht steht, ist ja wohl das Recht des Bürgers. Was soll das denn sein Grundrecht? Das ist nicht nur ein objektives Prinzip, sondern ein subjektives Recht.
Ich denke, das Gericht wird das nicht wiederholen. Diesen Fehlgriff damals zur Rettung der Politik des Euro, wobei den offiziellen Stellen noch nicht klar war, dass der Euro ein Fehlgriff ist, dass er scheitern wird, uns war das klar. Das hat sich jetzt ja bestätigt. Es kommt da noch hinzu, dass der schmale Grat oder schmale Pfad, den das Bundesverfassungsgericht getrampelt hatte in dem Maastricht-Urteil, Sie wissen ja, dass ich diese Prozesse alle geführt habe, die einigermaßen kenne, dass nämlich über Artikel 38, das demokratische Prinzip, jeder Einzelne einklagen kann, dass das deutsche Parlament eben hinreichende Befugnisse hat, um die Legitimationsverantwortung zu übernehmen, die Integrationsverantwortung, damit die Integrationspolitik, sprich Europapolitik, demokratisch legitimiert ist. Dahinter verbirgt sich dieses Prinzip, ein Konstrukt der begrenzten Einzelermächtigung. Dass die Ermächtigungen unendlich weit sind, das ist eine andere Frage. Das hat das Gericht nie geprüft. Aber das Prinzip ist eigentlich richtig. Die Politik der Union muss vom deutschen Parlament, Bundestag und Bundesrat, müssen verantwortet werden können. Sie müssen dafür voraussehbar sein. Das ist die Dogmatik. Dieses Prinzip, das man einklagen kann über Artikel 38 als einem Grundrecht, ist deutlich erweitert worden im Lissabon-Urteil. Anscheinend haben die politisch verantwortlichen Stellen das auch nicht richtig studiert. Denn da hat das Gericht das erstens direkt aufgefordert, gegen ausbrechende Rechtsakte, die also ultra vires sind, über die Grenzen der Ermächtigung hinausgehen, Verfassungsbeschwerden einzulegen, um im Einzelfall das prüfen zu lassen, das wir gerade tun. Und das zum einen. Und zum anderen, und das ist ganz wesentlich, hat das Gericht gesagt, mitgeschützt ist der Kern der Verfassungsidentität. Was ist der Kern der Verfassungsidentität? Das sind das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Sozialstaatsprinzip. Und zum Sozialstaatsprinzip gehört anerkanntermaßen, Rechtsprechung, eben der Stabilitätsprinzip, also die Währungsstabilität. Nichts ist sozial verheerender als eine Inflation oder gar eine Währungsumstellung. Das sind die großen Enteignungen. Das fürchtet natürlich das deutsche Volk insbesondere. Jeder sollte es fürchten. Das ist aber eine solche Inflationspolitik. Und also ist das Stabilitätsprinzip erfasst durch den Kern der Verfassungsidentität. Und den kann man auch einklagen, denn der darf nicht verlassen werden, dieser Kern, wegen des demokratischen Prinzips. Mehr Legitimation als gemäß dem Kern der Verfassungsidentität zu handeln, haben unsere Politiker nicht. Und sie haben diese Politik schlicht und einfach verlassen. Also es gibt da über Artikel 38 jetzt einen viel breiteren Weg, Zugang zum Bundesverfassungsgericht. Ganz davon abgesehen, dass ja wohl immer noch eingefordert werden muss, das Recht auf Recht, dass jeder Bürger, jeder von uns, das Recht hat, dass unsere Politiker das Recht wahren. Das ist der Kern des Rechtsstaates. Das verankere ich im Artikel 2, Absatz 1 des Grundgesetzes. Das Gericht hat das noch nicht gemacht, ist dicht dran. Udo Di Fabio ist ganz interessiert, der ist ja der Berichterstatter immer gewesen, an der Freiheitsfrage. Und ich denke, das wird auch demnächst mal als Grundrecht etabliert werden. Also, und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt, den ich sagen will. Wenn man Grundrechtsschutz gibt und wenn man sieht, dass hier der Vertrag geändert wird gegen alle Verfahren und sieht, dass jetzt hier geschaffen worden ist, was jede Zeitung schreibt, eine Transferunion, eine Finanzunion, nicht nur eine Stabilitätsgemeinschaft, sondern eine Haftungsgemeinschaft, eine Verteilungsgemeinschaft, letztlich eine Sozialunion. Natürlich ist es irrig zu glauben, dass es auf 3 Jahre beschränkt, das lebt von der Hoffnung, dass sich die Finanzprobleme in 3 Jahren erledigt haben. Das ist keinesfalls der Fall. Die strukturellen Probleme der betroffenen Mitgliedstaaten mehr im Süden Europas werden ja dadurch nicht behoben in irgendeiner Weise durch derartige Maßnahmen. Wenn man also das tatsächlich umgießt in einen Vertrag, wie es ja auch von Frankreich gefordert wird, das ist ja eine vorgezogene Vertragsänderung, in der Annahme, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wird man den Vertrag ändern. Das geht aber nicht so leicht. Denn das Lissabon-Urteil, das war absolut wichtig, diesen Prozess zu führen, hat ja klargestellt, dass das Verfahren der vereinfachten Vertragsänderung, dass der gesamte Vertrag durch einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs des Europäischen Rates plus Präsident der Kommission des Rates geändert werden kann, das gibt es nicht mehr. Das Gericht hat klar gesagt, bevor Deutschland einem solchen Beschluss zustimmt, müssen Bundestag und Bundesrat mit der erforderlichen, sprich 2/3 Mehrheit zugestimmt haben.
vorher, ja, aber das reicht ja nicht. Diese Zustimmung würde nur reichen, wenn ein solcher Schritt nicht wäre zugleich der Schritt, und zwar nicht mehr leugbar, in dem Bundesstaat. Das Gericht hat gesagt, die Union ist ein beinahe Bundesstaat, segelt hart an der Grenze des Bundesstaates. Eine Transferunion, Finanzunion, Sozialunion ist der Bundesstaat. An und für sich, das lässt sich nicht mehr bestreiten, Blick Deutschland. Und dann hat das Gericht gesagt, der Schritt zum Bundesstaat, dass Deutschland ein Gliedstaat wird im Bundesstaat Europa, das setzt voraus ein neues Grundgesetz, eine Änderung des Grundgesetzes nach Artikel 146, das ist die Schlussklausel, und die bedarf etwas einer Entscheidung eines Organs, das die Politiker überhaupt nicht mögen, nämlich des deutschen Volkes insgesamt. Das bedarf einer Volksabstimmung, sonst lässt sie das nicht machen. Dann muss man den Schritt gehen und das deutsche Volk fragen, wie alle anderen Völker auch natürlich, fragen, wollt ihr die Eigenstaatlichkeit, was man meist nennt, die Souveränität des Landes aufgeben und aufgehen in einem Bundesstaat Europa als Gliedstaat? Das kann nur das Volk entscheiden, es können nicht die Politiker entscheiden. Man macht diese Politik der Sache nach, darf das aber nicht. Und das ist der einzige Weg, ob man den empfiehlt dann, das ist eine ganz andere Frage, das ist eine politische Frage. Ich bin nach wie vor für die kleinen Einheiten und die sind in Europa, so wie es gewachsen ist, im europäischen Europa, nun mal die Nationen, die europäischen Völker. Und ich denke, die geben eine Chance demokratischer Strukturen. Wie schwer das ist, erleben wir gerade. Ja, das meine Bemerkung jetzt zu unserer Erweiterung der Verfassungsklage. Ich würde jetzt vielleicht Wilhelm Nölling bitten, weiterzuführen. Ich denke, oder? Das war alphabetisch vorgehen. Ja, oder? Alphabetisch. Ja, gut, Herr Wilhelm Hanke. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was Sie fassungsloser macht, aber ich weiß, was mich fassungsloser macht, wenn ich diesen Ausführungen von Karl Albrecht Schachtschneider zuhöre. Dieser Umgang mit unserer Verfassung oder dieser Umgang mit den europäischen Verträgen. Dieses ist ja ein doppelter krimineller Umgang mit Verfassung und Verträgen. Und ich möchte jetzt im Anschluss an seine Ausführungen sehr kurz ein paar ökonomische Konsequenzen skizzieren, die sich wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit für uns daraus ergeben. Das europäische Währungssystem war ja von Beginn an mit einem gewissen Defekt behaftet, nämlich dem Defekt, dass es ein Währungssystem ohne Bremse war, ohne Kreditbremse. Im Goldstandard gab es die goldene Bremse an der Kreditmaschine, aber wir leben nicht im Goldstandard. Und das Ergebnis, dass es keine Bremse gab, und die natürliche Bremse ist der Wechselkurs, dass es keinen Wechselkurs gab, der das über die Verhältnisse Leben einer Volkswirtschaft, eines Landes anzeigte, das waren Notbremsen. Und die Notbremsen hat ja Karl Albrecht Schachtschneider genannt. Das war einmal der Stabilitätspakt und das andere war die No-Bail-Out-Klausel. Zwei Notbremsen als Ersatz für die fehlende Wechselkursbremse. Nun, aber sind diese Notbremsen nicht nur ausgebaut worden, wie wir gehört haben, sondern was ja viel krimineller ist, ökonomisch kriminell, sie werden nicht durch neue und bessere Bremsen ersetzt, sondern durch zwei Treibstofftanks. Durch zwei Treibstofftanks, den monetären, die Zentralbank wird ermächtigt, Schrottanleihen zu kaufen, sprich Geld zu drucken. Und wenn das nicht reicht, und es wird nicht reichen nach Ansicht der Verfasser dieses Planes, dann darf auch noch der deutsche Steuerzahler mit vorläufig 148 Milliarden Euro in die Bresche springen. Ich sage deswegen vorläufig, weil der Vertrag ja auch noch die Klausel enthält, wenn andere nicht zahlen können, dann müssen eben die Potentenzahler, zu denen man uns offenbar rechnet, einspringen. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich unglaublich. Das ist wirklich nicht verständlich. Und wenn man fragt, wie kann eigentlich einem politischen Gehirn ein solcher ökonomischer Schwachsinn entspringen, dann muss man natürlich zwei Fragen stellen. Die eine heißt cui bono. Wem nützt sowas? Und dann sind wir sehr schnell bei den bisherigen Missbrauchern des Eurosystems, nämlich den Banken. Durch diese Konstruktion, Überführung von Krediten in
Fiskalleistungen. Ich könnte auch sagen, die Erlaubnis, dass die Griechen ihre Steuern künftig in Deutschland und woanders erheben können, werden natürlich nicht die Staaten ausgelöst, sondern die Banken. Also spricht alles für die Vermutung, dass dieser famose Plan dem Gehirn Bankern entsprungen ist, die also mehr an ihre Institute und an ihre Bilanz als an Europa und das Gemeinwohl gedacht haben. Ich hatte da eine persönliche Erfahrung mit dem Chefvolkswirt unserer größten Bank, neulich in Kiel, mit dem ich gestritten habe. Und er hat unumwunden gesagt, ja, wir haben doch den Europäischen Stabilitäts- und Währungsfonds erfunden, um unsere Bilanzen zu entlasten. Wörtliches Zitat, wir sind in unseren Bankbilanzen nicht auf diese Krise eingestellt gewesen. Da haben Sie ein Motiv, nur ich halte das für kein sehr überzeugendes. Ja, und die andere Folge, die ist ja mit der Hand zu greifen. Wenn dieses System im ersten Akt nicht ausreicht, leider wird es nicht ausreichen, wenn also die 750 Milliarden aufgebraucht sind, was, wie ich vermute, in einigen Monaten der Fall sein wird, was dann? Hat man nur Zeit gekauft? Ja, da muss man fragen, wofür eigentlich? Oder hat man hier ein System etabliert, wie Karl Albrecht Schachtschneider andeutet, das eigentlich eine ganz andere EU und eine ganz andere EWU nach sich ziehen wird, nämlich die Haftungsunion? Leider spricht dafür für alles. Nur, meine Damen und Herren, was bedeutet eine Haftungsunion? Also ich halte das nicht für eine vertrauensbildende Maßnahme, sondern für eine misstrauensbildende Maßnahme. Es bedeutet nämlich Zunahme der Inflationsgefahr und weitere Zerrüttung der Staatsfinanzen. Und weder Währungszerrüttung noch Zerrüttung von Staatsfinanzen können uns ruhig schlafen lassen. Das sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Und was wir erleben in den Anfängen, das wird zu einer gewaltigen Lawine anschwellen. Denn was so harmlos da als Flucht ins Gold erscheint, ist in Wahrheit doch eine Flucht aus dem Euro. Eine Flucht aus der Landeswährung, aus dem gesetzlichen Zahlungsmittel. Ich arbeite überwiegend in der Dritten Welt und weiß daher, wovon ich spreche. In allen Ländern mit zerrütteten Währungen, sind leider viele in der Dritten Welt, gibt es ja zwei Arten von Geld. Das Geld zum Ausgeben, mit dem lebt man. Und das Geld zum Sparen, und das ist ein ganz anderes Geld. Das ist das relativ stabilste Geld, was man irgendwo noch kriegen kann. Manchmal der Dollar, aber manchmal auch andere Dollars. Kanadische, australische, auch der Schweizer Franken. Nur eine solche Zweiteilung des Währungssystems in Geld zum Ausgeben und Geld zum Sparen ist ein schwerer, schwerer volkswirtschaftlicher Schaden. Denn das bedeutet, dass immer größere Teile der nationalen Ersparnis nicht mehr für Investitionen, nicht mehr für wirtschaftliches Wachstum, nicht mehr für Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das sind Investitionen in totes Kapital, zu denen der Bürger gezwungen ist, um sein Erspartes zu schützen. Also, wenn eine Regierung den Sparerschutz, die Währungsstabilität so klein schreibt, wie es jetzt geschieht, dann provoziert sie diese Kapitalflucht und über die Kapitalflucht, über die Zweiteilung der Währung eigentlich die permanente Krise, die permanente Wachstumsschwäche. Und wir erleben jetzt eigentlich zum zweiten Mal denselben schweren Fehler. In der globalen Finanzkrise, als sie 2007 begann, war ja klar ersichtlich, wer die Auslöser waren. Gewisse Banken mit gewissen Produkten. Und dieselben Banken mit ihren Produkten hatten, ich muss schon sagen, die Chuzpe zu sagen, uns muss geholfen werden, wir sind systemrelevant. Das hat sich jetzt hier wiederholt. Meine Damen und Herren, das Wort systemrelevant, das ist für mich eine Erpressungsvokabel. Eine völlig unberechtigte Erpressungsvokabel. Keine Bank ist systemrelevant. Mit einer Ausnahme, das ist die Zentralbank. Nur die sichert den Zahlungsverkehr und nicht Lehman Brothers oder irgendeine andere, die Sie sich ausdenken können. Und es gilt, glaube ich, ist mein Appell an meine Fachgenossen, nicht an die hier am Tisch sitzen, die muss ich nicht überzeugen, wir müssen uns nicht überzeugen, aber dass die Wissenschaft, die ökonomische Wissenschaft zu diesen Vorgängen so beharrlich schweigt und sie relativiert und bagatellisiert, das empfinde ich nicht nur eigentlich als mit gewisser Scham. Es empört mich, dass junge Kollegen verliebt in irgendwelche Modelle, dass Chefvolkswirte von Banken,
stammen schließlich aus unserem Metier, dass die Konstruktionen entwickeln, die dieses alles legalisieren sollen, was gar nicht zu legalisieren ist und überhaupt auch nicht zu ökonomisch vertretbaren Ergebnissen führt. Das wollte ich Ihnen eigentlich in Anlehnung an das, was Karl Albrecht Schachschneider gesagt hat, als ökonomische Schlussfolgerung daraus sagen. Ich danke. Meine Damen und Herren, ich möchte volkswirtschaftliche Aspekte ergänzen. Ergänzend zum größten, folgenschwersten Irrtum, den die Währungsgeschichte kennt, nämlich das Experiment mit der Währungsunion. Willy Brandt sagte etwas, was ich variieren möchte: In Europa wächst nicht zusammen, was nicht zusammengehört. Während wir 1993, als ich die erste Analyse veröffentlichte, oder 1998 danach noch abgeleitet wurde aus unseren Vorstellungen über das Funktionieren, kann man heute rückblickend sagen, was geschehen ist. Dazu möchte ich ein paar Ausführungen machen. Es hat eben keine Konvergenz gegeben im Währungsraum, sondern eine Divergenz. Der Währungsraum ist weiter auseinandergeraten, anstatt zusammenzuwachsen. 11 Teilnehmer haben Doppeldefizite, die vorher so nicht waren, in den Staatsfinanzen und in der Außenwirtschaftssituation, wo die Überschüsse sind, zeigen sich die ungeheuren Ungleichgewichte, die sich in dieser Währungsunion entwickelt haben. Es ist jede Menge Sprengstoff entstanden. Dieser Sprengstoff lässt sich nicht schnell und schon gar nicht nachhaltig mit den Maßnahmen beseitigen, die man jetzt konzertiert in Europa eingesetzt hat. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Basis dieses Europas wird unter diesen Einschränkungen eher geschwächt und die Defizite werden dementsprechend nicht wirklich eingeebnet werden können. Es ist an der Zeit, der Mär ein Ende zu bereiten, dass Deutschland vor allem in besonderer Weise von dieser Währungsunion in diesen 11 Jahren profitiert hätte. Erstens, Kapitalexporte in jedem Jahr, seitdem sie existiert, also negative Vorzeichen, vorher nur Plusvorzeichen bei den Kapitalbewegungen ins Ausland. Von über 1.000 Milliarden Euro in diesen 11 Jahren Kapitalexporte aus Deutschland hinaus. Damit ist die wirtschaftliche Basis, insbesondere die Investitionstätigkeit im privaten und öffentlichen Bereich in Deutschland, nachhaltig geschwächt worden. Wir sind heute von 30 vergleichbaren Ländern auf der letzten Seite, auf dem letzten Punkt dieser Quote mit etwa 5%. Das haben die Abwanderung unserer Ersparnisse im Wesentlichen, auf die Wilhelm Mankel hingewiesen hat, mit bewirkt. Die ökonomischen Auswirkungen, das ist mein zweiter Punkt, eines festen Wechselkurssystems für Deutschland, das traditionell, strukturell das stärkste Exportland in der Europäischen Union ist. Seit 1961 hat Deutschland ununterbrochen Aufwertungen erlebt. Italien zum Beispiel 9-mal abgewertet. 1961 Aufwertung 5%, 1969 8,5% und in der Zeit weitere 7-mal Deutschland nur aufgewertet. Warum betone ich das? Ein strukturell so starkes Exportüberschussland wie Deutschland kann die Vorteile der Arbeitsteilung und der Exporttätigkeit nur in einem solchen ungleichgewichtigen Wirtschaftsraum ernten, wenn es zu Aufwertungen und Abwertungen kommt. Mit anderen Worten, die Ungleichgewichte, die immer da waren, auch vor 1998, sind vorher beseitigt worden, verringert worden durch Aufwertungen und Abwertungen. Was für Deutschland bedeutet hat, bis dato Beginn der Währungsunion, wir haben immer wieder nach jeder Aufwertung mehr für unsere Exporte, insgesamt mehr Exporterlöse bekommen. Wir haben weniger für Importe zahlen müssen. Das ist der Mechanismus, aus dem ein wesentlicher Teil des Volkswohlstandes in der Nachkriegszeit erwachsen ist. Das ist, seitdem wir die Währungsunion haben vorbei, seitdem der Wechselkurs nicht mehr funktioniert, das Ventil ist blockiert, das Ergebnis ist, wir verkaufen alle unsere Exporte in den europäischen Währungsraum zu billig und wir bezahlen für alle unsere Importe wegen dieser unterlassenen Abwertungen dort zu viel. Wenn man nur von etwa 400, 450 Milliarden Exporten in diese Eurozonenländer ausgeht
und etwa 310 bis 320 Milliarden Importe rechnet und rechnet nur eine Aufwertung, entsprechende Abwertung von 10% im Jahr, kommen Sie zu Wohlstandsgewinnen bzw. hier Verlusten von etwa 60 bis 80 Milliarden jedes Jahr. Und wir haben in der Bundesbank, als ich dabei war, die langen Jahre immer betont, der Wohlstand Deutschlands ist im Wesentlichen auch eine Quelle unserer Exporttätigkeit, hervorgerufen durch entsprechende Aufwertungen und Abwertungen. Hunderte von Milliarden sind auf diese Weise nicht in das deutsche, wenn man so will, Volksvermögen und in die deutschen Kassen sowohl der Unternehmen in Form höherer Gewinne, in Form höherer Steuern für die Staatseinnahmen, in Form höherer Löhne. Wenn man diese ganzen Zahlenzusammenhänge mal durchdenkt, wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, dass gerade in dieser exportorientierten deutschen Volkswirtschaft unter der Wirkung eines Wechselkursventils kräftige Binnennachfrage notwendigerweise durch die Exportüberschüsse produziert wird. Ich habe diesen Zusammenhang, den wir immer wieder betont haben, eigentlich in der deutschen Diskussion über die Konsequenzen der Währungsunion noch niemals gesehen. Wir müssen diese Konsequenzen wieder in das Gedächtnis zurückrufen, denn von 1969 an, abgesehen, vielleicht wird der eine oder andere sich an Schillers Kontroverse im Wahlkampf erinnern, wo große Exportinteressen dagegen waren und nach der Wahl wurde die D-Mark um 8,5% aufgewertet und die Exporte haben darunter nicht gelitten. Sie hätten auch unter einem Regime nach 1999 nicht gelitten, weil wir ja gezeigt haben, wie ungewöhnlich stark unsere Exportsituation ist. Solange also die Währungsunion anhält, so wie sie konstruiert ist, als nicht korrigierbar. Sie soll unter keinen Umständen geändert werden. Das haben die Konstrukteure damals 1999 in den Vertrag hineingeschrieben. Solange also die Währungsunion anhält, solange wir gezwungen sein werden, Finanzausgleichszahlungen, Transferzahlungen in den Größenordnungen, die jetzt bekannt sind, zu zahlen, und solange wir die Exportstärke haben, wird Deutschland nolens volens, zwangsläufig zum Lastesel Europas, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind. Und wir können davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass diese drei Bedingungen noch auf unabsehbare Zeit gelten werden. Mit der Ausnahme von Österreich, Finnland und Holland haben alle anderen Länder die Probleme, auf die ich bei den Staatsfinanzen und bei den außenwirtschaftlichen Defiziten hingewiesen habe. Meine letzte Bemerkung. Wir sollten erkennen, was Wilhelm Hankel eben betont hat. Diese Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden mussten, werden nicht auf kurze Zeit wieder wegnehmbar, rückführbar sein können. Diese Länder, um deren Unterstützung es geht, werden den Zustand nicht erreichen, auch mit noch so viel Interventions- und Finanzausgleichsmasse, dass sie wieder auf eigenen Füßen werden stehen können. Das heißt, angelegt in dem System, gegen das wir vor Gericht ziehen, ist eine Dauersubvention von relativ schwachen, wettbewerbsarmen, produktivitätsschwachen Teilnehmerländern des Euros. Es wird zu einer Nivellierung des Lebensstandards, vor allem auf Kosten Deutschlands, natürlich auch der anderen Exportüberschussländer Österreichs, Finnland und so weiter kommen. Und diese Nivellierung, die ihren Höhepunkt findet in der Finanzierung fremder Haushalte durch deutsche Steuerzahler und so weiter, wird anhalten auf unbegrenzte Zeit. Weder von den Teilnehmern her begrenzbar, noch zeitlich begrenzbar, also regional nicht begrenzbar. Deshalb unsere Sorge, dass wenn wir heute nicht das Bundesverfassungsgericht bitten oder auffordern, hier einen Punkt zu setzen, dass das nicht so weitergehen darf. Deutschland und Europa werden ausbluten bei diesem Prozess des Zahlens für andere, die zu schwach sein werden, sich in absehbarer Zeit wirtschaftlich so zu erholen, dass sie auf eigenen Füßen werden stehen können. Was die Politik bewirkt, ist, dass in Europa die Hülle Währungsunion aufrechterhalten wird bei gleichzeitiger Zerstörung des wirtschaftlichen und sozialen Kerns dieser Wirtschaftsordnung mit unabsehbaren Folgen auch für das friedliche Neben- und Miteinander in dieser Zone. Man hatte uns ja versprochen, dass dies alles besser wird, dass die europäische
Solidarität in dem Maße nicht gefordert würde, wie sie heute gefordert und durchgesetzt wird, dass es ein friedliches Neben und Miteinander auf Dauer geben würde. Wir müssen befürchten, dass gerade das Umgekehrte eintreten wird. Und das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir besorgt sind über die Entwicklung, die eingeleitet worden ist durch die Bundesregierung, die unterstützt hat, was handstreichartig wie ein Putsch in Brüssel ausgeheckt worden ist. Vielen Dank. Ja, Herr Hankel hat gesagt, mit der Haftungsunion haben wir den Boden des Maastricht- und Lissabon-Vertrages verlassen. Karl Albrecht Schachschneider hat das juristisch ja untermauert. Und dass wir den Boden des Lissabon-Vertrages verlassen haben, hat ja der französische Europaminister Pierre Lelouch in einem Interview mit der Financial Times ganz Deutschland ganz deutlich gesagt. Ich zitiere jetzt übersetzt auf Deutsch. In der Tat haben wir mit dem Rettungsschirm, der in Brüssel verabschiedet wurde, einen enormen Wechsel vor uns. Die Zurückhaltung einiger Regierungschefs und Staatschefs bei dieser Konferenz in Brüssel erklärt sich auch daraus, dass man eben nicht sofort den Vertrag ändern wollte. Denn es ist, und jetzt wörtlich, es ist ausdrücklich verboten in den Verträgen, dass man Ländern über heraushilft, das verbietet eben die No-Bail-Out-Klausel. Und de facto, we have changed the treaty, also tatsächlich haben wir den Vertrag verändert. Was heißt das nun jetzt für die Politik, die man in der zukünftigen Haftungsunion betreiben will? Die bisherige Philosophie war ja, wir geben den Ländern Regeln vor, die sie veranlassen, stabilitätsorientiert zu handeln. Sie wissen, sie werden nicht herausgepaukt, no bailout. Und sie haben die Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, um eine solide Finanzpolitik zu machen. Das sind Regeln, die vorgegeben wurden, auch um die Notenbank vor Anträgen der Politik zu schützen, doch die Geldpolitik weich zu machen. Nicht Regeln zur Sicherung der Stabilitätsgemeinschaft. Das war die bisherige Philosophie. Wenn wir jetzt eine Haftungsgemeinschaft haben, wenn wir also sagen, auch wenn ihr die Regeln verletzt habt, dann hauen wir euch raus, dann ist man auf einer anderen politischen Grundlage. Dann ist man faktisch in der Wirtschaftsregierung. Ja, und die Wirtschaftsregierung ist jetzt nicht mehr die Ansammlung von einzelnen Mitgliedern, die selbst verantwortlich sind für Stabilität, sondern jetzt hat man so etwas wie eine Hegemon geschaffen. Denn ich sage jetzt als Wirtschaftsregierung, wir stimmen uns ab und dann, wenn wir uns abgestimmt haben, sagen wir, was zu tun ist. Nicht? Das ist eine völlig andere Philosophie, die jetzt dahinter steht. Und diese Philosophie ist natürlich jetzt auch gefährlich für die EZB, wenn 27 Mitgliedstaaten schließlich der Eurozone angehören, abzüglich derjenigen, die nicht wollen, und jetzt 17, dann sind es 17 Regierungen. Aber wenn es nur noch eine Regierung ist, die für alle spricht, dann ist der Druck auf die Zentralbank natürlich größer, als wenn 17 Länder da sind. Das ist völlig klar. Insofern hat sich ja die EZB auch immer gegen die Wirtschaftsregierung aus diesen Gründen gewehrt. Der nächste Punkt ist, wenn wir eine Wirtschaftsregierung haben, kann man ja jetzt nicht mehr zulassen, dass es verschiedene Alternativen gibt, Ziele zu erreichen. Da muss man sozusagen eine Strategie vorgeben, die für alle gilt. Ja, sonst brauchen wir keine Wirtschaftsregierung. Aber wenn wir eine Strategie vorgeben, die für alle gilt, dann lasse ich ja alle Alternativen aus. Das heißt, das, was Hayek sozusagen der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren nennt, wir machen verschiedene an Politikansätze und probieren das, was das Beste ist, das fällt dann raus. Es gibt nur noch eins, was politisch ist. Ja, und was wird dann gemacht? Ja, ich meine, man braucht ja immer sozusagen einen Maßstab, der uns sagt, in welche Richtung wir vorangehen sollen. Nicht? Und jetzt haben wir so eine Spannbreite. Wir haben eine Spannbreite ja an Ländern innerhalb der Währungsunion. Das sind die Stabilitätsorientierten auf der einen Seite. Ich brauche sie nicht aufzuzählen, jeder kennt sie. Und auf der anderen Seite die weniger stabilitätsorientierten Länder. Nicht? Und jetzt kommt es zum Bruch. Aber das wollen wir ja verhindern, indem wir die Haftungsgemeinschaft einführen. Und wenn wir jetzt eine Wirtschaftsregierung haben, und die hat nun diese Spannbreite an Politiken, die Tugendhaften auf der einen Seite und die ganz Sündhaften auf der anderen Seite. Ja, wie soll sie dann entscheiden? Was ist dann die Benchmark? Und jeder weiß es aus seiner persönlichen Erfahrung, die Benchmark ist dann nicht der Beste oder die Beste, sondern der mittlere Sünder.
Das heißt, wir werden versuchen, sozusagen die Ränder zusammenzufassen zu einer Mitte, damit es nicht auseinanderbricht. Denn die ganz Schlechten stören uns und die ganz Guten stören uns auch. Sind auch Störenfriede. Nicht, das war früher so, unter der Bundesbank, da war es der DM-Imperialismus. Und jetzt sagt Madame Lagarde, ja, wenn die Deutschen immer nur sparen, so tüchtig sind, ist ja klar, dass die Griechen Schwierigkeiten haben. Ja, da muss man natürlich hier so etwas in diese Richtung gehen, was andere auch gemacht haben. Etwas lockerer sein mit den privaten Ausgaben, etwas lockerer sein mit den öffentlichen Ausgaben. Nicht? Ist klar, ist der mittlere Sünder ist ja die Benchmark. Und das Nächste ist, wenn das, was da in der Wirtschaftsregierung beschlossen wird, und das ist, was für die Währungsunion gilt, dann muss das ja auch national gelten. Ja? Man kann ja dann nicht sagen, wir machen da was anderes. Das heißt, wenn die Wirtschaftsregierung eine bestimmte Strategie festlegt, muss diese Strategie auch verbindlich sein für alle Parlamente und für alle Regierungen, die innerhalb der Wirtschaftsregierung an diesem Kurs mitwirken. Nicht? Und das ist ein ganz klarer Verstoß natürlich gegen alle parlamentarischen Regeln. Denn die Parlamente sind den Wählern gegenüber verpflichtet, aber nicht einem Gremium, das für die Wähler dann Wirtschaftsregierung betreibt. Insofern sind wir dann genau bei den Punkten, die Albrecht Schachschnader hier aufgeführt hat, nämlich, dass wir faktisch dabei sind, unsere Parlamente zu entparlamentisieren. Ja, das ist die gewollte Konsequenz der Wirtschaftsregierung. Und da muss man sich überlegen, was man will. Ja, aber wenn man das will, kann man das nicht auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags machen. Insbesondere nicht nach dem Urteil, dass das Bundesverfassungsgericht über diesen Lissabon-Vertrag erlassen hat. Das ist in einer anderen Welt. Und dann soll das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheiden, ob wir in diese Welt hinein wollen. Da muss es sein, dann müsste der Lissabon-Vertrag geändert werden. Oder es muss sagen, nein, das haben wir uns nicht vorgestellt. Insofern sind wir also der Auffassung, dass wir sind uns sicher, dass das Bundesverfassungsgericht aus diesen Gründen auch die Klage annimmt. Und wir setzen darauf, dass sich das Bundesverfassungsgericht dem Recht verpflichtet fühlt und nicht politischer Opportunität. Vielen Dank. Ja, das ist unser Vortrag. Ich bitte um Fragen. Bitte schön. Wahrscheinlichkeit sehen, dass Ihre Klage in allen Punkten angenommen wird, was ja auch Bedenken gibt, dass Privatpersonen zum Beispiel nicht über haushaltsrechtliche Entscheidungen des Parlaments oder Recht haben, über den Klageweg zu überprüfen. Ja, also Inflationserwartungen sind nicht etwas von heute und morgen, sondern sind eine Trendangelegenheit. Bei dieser Diskrepanz zwischen Geldmengenentwicklung, die wir seit einigen Jahren schon haben, und gleichzeitig minimalen Zuwächsen in der Realwirtschaft, die Schere ist ja immer größer geworden, ist eine Inflationierung überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Dass sie bisher relativ zögerlich eingesetzt hat, übrigens in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, in England sehr viel stärker als etwa in Deutschland, das ist nicht der das ist nicht der Geldwirtschaft geschuldet, sondern der Realwirtschaft. Wir haben eben in der Krise unausgelastete Kapazitäten. Die Firmen haben die größten Schwierigkeiten, Preiserhöhungen durchzusetzen. Das ist also nicht der Geldpolitik zuzuschreiben, dass wir noch eine vertretbare Geldwertstabilität haben, sondern der Krise. Ist das unfreiwillige Produkt der Krise. Aber dass die Inflation kommt, das kann ich nur mit diesem etwas makaberen Vergleich Ihnen klar machen. Da springt jemand vom Wolkenkratzer, ein Selbstmörder, und auf der Hälfte des Weges denkt er, naja, es ist noch nichts passiert. Es wird noch passieren. Und das fürchte ich eben. Zum anderen darf ich vielleicht was sagen. Ich bin sicherer Erwartung, dass das Gericht die Verfassungsbeschwerde annimmt. Denn sie hat der Sache nach die schon angenommen. Und auch die Zulässigkeit im Endurteil dann bestätigen wird und dementsprechend auch entsprechende materielle Entscheidungen treffen wird. Denn
Wir hatten ja auch beantragt eine Einstweiljahr-Anordnung, die erwartungsgemäß nicht ergangen ist. Aber darüber hat der Senat entschieden, mit 8 Richtern. Das setzt voraus, dass die Verfassungsbeschwerde eigentlich zulässig ist. Wenn sie nämlich jedenfalls offensichtlich unzulässig ist, war offensichtlich unbegründet, dann wird über Anträge dieser Art gar nicht entschieden, sondern wird die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Also das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass das Gericht Rechtsschutz geben will und Rechtsschutz geben wird. Ich habe ja auch angedeutet, dass da 3 rechtliche Grundlagen bestehen. Ich denke insbesondere die des Artikel 38 ist sehr chancenreich und aber auch Artikel 14, die Eigentumsgewährleistung, denke ich schon. Und diese Grundrechte implizieren eben auch eine Prüfung aller Verfassungsprinzipien, aller, insbesondere auch der haushaltsverfassungsrechtlichen Prinzipien, wenn sie zum Kern der Verfassungsidentität gehören. Das ist der Punkt. Und dazu gehört das Sozialstaatsprinzip, wie gesagt, und die inflationäre Politik verletzt diese zutiefst, was das Gericht ja nie zu sagen vergessen hat. Und im Übrigen geht es ja über die vertraglichen Grenzen deutlich hinaus und das verletzt eben das demokratische Prinzip. Und wenn da die Politik jetzt durch uneigentliche Unionsakte gemacht wird, ja, also nicht durch Unionsakte, das ist ja noch viel schlimmer, denn dafür gibt es ja überhaupt gar keine Grundlagen und natürlich ist das auch vom demokratischen Prinzip erfasst, denn außerhalb der des Unionsrechts könnte Politik überhaupt nur durch völkerrechtliche Verträge gemacht werden. Die bedürfen natürlich auch eines bestimmten Verfahrens, also der Zustimmung der beiden Häuser und natürlich der Ratifikation durch den Bundespräsidenten. Und das geschieht nicht. Also man macht hier entgegen dem Recht, ohne jede Rechtsgrundlage und entgegen allen Formeln, macht man eine Politik. Es kommt noch hinzu, dass die Zweckgesellschaft ja eine privatrechtliche Organisation ist, dass der Staat so eminent hoheitliche Aufgaben, wie der Versuch, die Währung zu stabilisieren, mit einer privatistischen, wie ich das nenne, auch privatrechtlichen Zweckgesellschaft luxemburgischen Rechts betreibt, kann man nur noch als ungeheuerlich bezeichnen. Das macht er ja nur, um dem völkerrechtlichen Vertrag zu entgehen, als wenn Deutschland, Frankreich und so weiter Gesellschafter einer Privatgesellschaft sind. Ich meine, das verlässt doch nun alle Rechtsprinzipien, auch natürlich die haushaltsrechtlichen Prinzipien, davon abgesehen, dass die Schuldenbremse einfach ausgehebelt worden ist auf diese Weise. Da muss man die Erwartung haben, dass die Gewährleistungen nicht in Anspruch genommen werden. Die Kollegen haben das deutlich gesagt, dass da keine Chance bestehen. Und schließlich dürfen Kredite nur aufgenommen werden, um Investitionen, im Volumen der Investitionen für das Land. Ich meine, dass ein Grundprinzip der Staatshaushalt ist, dass ein Land die Einnahmen, die es hat, für das Land ausgibt und nicht für fremde Länder. Dass nicht in einem Land Steuern erhoben werden, um im anderen Land den Staatshaushalt zu finanzieren. Krasser kann man eben das Prinzip der Haushaltsverfassung gar nicht verletzen. Und das sind ja alles Dinge, die in den Kern der Verfassungsidentität eingreifen, sodass war noch nie so guter Dinge und so eigentlich sicher, dass diese Klage Erfolg haben wird, wie in diesem Fall. Denn das Gericht hat sich im Laufe der verschiedenen Prozesse notgedrungen durch die Argumentation einengen müssen, die Möglichkeiten der Politik, also auszubrechen aus dem Grundgesetz, sind immer enger geworden durch die verschiedenen Schritte. Maastricht-Prozess 93, auch der Euro-Prozess trotz Abweisung 98, der Lissabon-Prozess jetzt im vorigen Jahr entschieden. Und da gibt es kaum noch Möglichkeiten. Also die Hoffnung, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht die Augen zumacht und das Unrecht geschehen lässt, sind trügerisch. Ich erwarte in keiner Weise, dass das Bundesverfassungsgericht sich von seiner eigentlichen Aufgabe, jedenfalls den Kern des Rechts zu schützen, in irgendeiner Weise den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten und das demokratische Prinzip, dass sich das Gericht dieser historischen Aufgabe entzieht. Dann hat das Gericht die Grundlagen unserer neuen Republik seit 1949, Rechtsstaat sein zu wollen, Demokratie sein zu wollen, Sozialstaat sein zu wollen, verlassen und verraten. Das wird das Gericht Deutschland nicht antun und sich nicht antun, dem Gericht selbst. Dann kann es abgeschafft werden. Also ich bin da guter Dinge, wir werden obsiegen. Ich möchte noch kurz etwas nachtragen. Man muss sich mal vorstellen,
die Währung ist ein öffentliches Gut. Die wird jetzt durch eine Zweckgesellschaft mit minimalem Kapital geschützt. In Luxemburg, einem Staat, der noch nicht einmal Bank- und Geldaufsicht kennt. Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Und dem Kollegen von der Reuters wollte ich noch sagen, diese Maßnahmen der EZB, das ist reine Geldmarktkosmetik. Das hat nichts mit der umlaufenden Geldmenge für den Letztverbraucher zu tun. Wir haben in einem zweistufigen Banksystem ja zwei Kreisläufe. Einen zwischen der Zentralbank und den Banken. Der wichtige ist der zwischen Banken und Wirtschaft. Und der letztere wird durch diese Maßnahmen, die Sie erwähnt haben, in keiner Weise berührt. Also das mindert meine Sorge, Inflationsfurcht in keiner Weise. Bitte, bitte. Cui bono angesprochen, wem nutzen praktisch diese ganzen Rettungspakete? Den Banken. Und da würde ich gerne ein bisschen weitergehen als Sie, weil die Banken sitzen ja auf diesem ganzen Giftmüll. Das gesamte Finanzsystem ist praktisch in sich bankrott geworden durch diese massiven Spekulationen. Und was wir in unserer Zeitung und was Herr LaRouche ja auch die ganze Zeit fordert, ist ein Glass-Steagall-Standard. Das heißt, ein Trennbankensystem und eine Brandmauer, die man einzieht, praktisch zwischen den Geschäftsbanken und den Investmentbanken, die eben dann tatsächlich sich selbst überlassen werden. Das ist ja ganze Giftmüll muss letztlich abgeschrieben werden, aber dass das Bankensystem insgesamt eben liquide bleibt, dass man wieder investieren kann, dass in die Realwirtschaft investiert wird. Und ich würde Sie eigentlich auch alle gerne bitten, dass Sie praktisch auf diese Alternative, wie es weitergehen soll, langfristig noch ein bisschen weiter eingehen. Vielleicht in aller Kürze, leider ist unsere Zeit ein bisschen beschränkt. Also Sie haben mit Glass-Steagall in Amerika dasselbe Problem wie wir mit unserem KWG. Beide Gesetzgebungswerke aus den 30er Jahren waren ja die Reaktion auf den Schwarzen Freitag und die damalige große Krise, sind sehr vernünftig, nur sie sind ausgehebelt worden. Einmal natürlich durch die Globalisierungstendenzen und zum anderen natürlich auch durch das schwere Versäumnis der EU, dem gemeinsamen Geld und Geldmarkt keine gemeinsame Bankaufsicht und Geldmarktaufsicht folgen zu lassen. Da ist die EU ja immer noch im Verzug. Das heißt, wir plädieren alle, glaube ich, hier am Tisch dafür, dass das Eurosystem jetzt modifiziert und geändert wird. Es muss wieder eine Hartwährungsunion werden. Das heißt, der Teilnehmerkreis ist zu überprüfen, aber ebenso müssen natürlich auch die zu einer harten Währung gehörenden Aufsichtsgesetze reaktiviert werden. Und dann hätte ich Ihre Frage damit beantwortet. Zurück in Amerika zu Glass-Steagall und wir zu einem Modell ähnlich dem deutschen KWG, was im Übrigen sogar das Muster für Glass-Steagall seinerzeit 1933 gewesen ist. Danke, bitte. Ossenkopf von der EDR-Nachrichtenagentur. Ich habe folgende Frage. Also wohin diese Mischung von Rettungspaketen für, in dem Fall, ich spreche jetzt mal von den USA auch, für die Wall Street und gleichzeitig den Sparmaßnahmen als Gegentendenz geführt haben, bei gleichzeitig einem Finanzmarktregulierungsgesetz, das eigentlich jetzt diskutiert wird als Pyrrhus-Sieg für die Wall Street, weil Glass-Steagall ist rausgeflogen, Regulierung für Derivate ist rausgeflogen, die Volcker-Regel soll 2022 angewandt werden in 12 Jahren. Also ich will nur sagen, als Reaktion darauf gab es jetzt eine Tendenz, dass immer mehr Kommunen in Amerika, also hunderte von Kommunen in Kalifornien, Michigan, Illinois, vor dem Bankrott stehen, dass die Arbeitslosigkeit gigantisch angewachsen ist, dass beispielsweise ganze Polizei und Feuerwehr städteweise dicht macht. Und die Bevölkerung hat darauf jetzt reagiert mit einem patriotischen Reflex, also indem sie sagt, gut, wenn die Politik und wenn alles versagt, dann werden wir unsere Nation schützen. Meine Frage ist, rechnen Sie nicht auch damit, dass in Deutschland so ein patriotischer Reflex, wenn diese Lage sich für die Kommunen hier sehr stark verschärft, auch auftreten wird? An jeden, der das beantworten will. Ich meine, was Glass-Steagall angeht, eine klare Regelung für die Vereinigten Staaten. Präsident Clinton hat die letzten Pfeiler dieses Gesetzes weggeschrieben im Jahr 1999. Es gibt eine Szene, wo hinter ihm der amerikanische Finanzminister, der vorher für die Regierung gearbeitet hatte, zusah, wie er die letzten Barrieren für den Glass-Steagall Act, das heißt die Trennung der Bankensparten in Amerika,
sozusagen weggeschrieben hat und alle anderen haben dies ebenfalls mitgemacht. Es ist eines der Trauerspiele der letzten Jahre, dass wir seit 2007 eine Finanzkrise haben. Jeder erkennt das und dass in dieser Zeit es nicht gelungen ist, in Europa eine Finanzaufsichtsregelung durchzuführen, die helfen könnte, die Auswüchse im Bankenwesen jedenfalls in Europa einzudämmen oder zu beseitigen. In den letzten Tagen haben Sie wiederum gelesen, dass es keine Einigkeit gibt zwischen dem Europäischen Parlament und zwischen der Europäischen Kommission, wer in Europa mit welchen Aufsichtsrechten eigentlich das Sagen haben soll. Solange wir aber in Europa so uneinsichtig sind und nicht in der Lage sind, dies politisch durchzusetzen, muss man natürlich fürchten, dass die Banken in ihren bisherigen Praktiken weiterfahren und weiter den Sprengstoff vergrößern, der auch diese Währungsunion in die Luft jagen wird mit allem, was sich da inzwischen schon angesammelt hat. Wir brauchen also eine stärkere Aufsicht. Aber aus meiner Erfahrung über die Aufsicht von Banken oder von Zentralbanken über Banken, die uns angeschlossen sind, sowohl in Hamburg als auch in Frankfurt, als auch in der Zusammenarbeit mit dem BaFin, habe ich die Lehre zu ziehen, dass es außergewöhnlich schwierig ist, diese Banken zu beaufsichtigen, wenn sie es wollen, dass sie nicht beaufsichtigt werden. Das heißt, die Ausweichmöglichkeiten sind sehr groß und darauf muss der Gesetzgeber eingehen. Und er darf nicht ewig lange warten, bis sie unter den neuen Bedingungen die Banken nun alles wieder herausgefunden haben, was sie machen können und mit den Gesetzen vereinbar ist oder nicht. Auch hier ein schwerwiegender Vorwurf an die Institute, die sich nicht einigen können, obwohl die Bankenwirtschaft, die Gesamtwirtschaft, alle Konsumenten, alle Staatsbürger dringend danach rufen, dass es zu solchen Aufsichtsregeln kommt. Die letzte Instanz sind die Völker. Ja, und wenn der Druck allzu groß wird, dann werden die Menschen sich regen und dann wird die Notwendigkeit bestehen. Wir handeln als Bürger, nicht? Wir sind das Volk, jeder Bürger ist das Volk und wir machen das und andere werden es auch tun und es wird auch notwendig sein, wenn die Politik entgegen den Interessen der Völker den Weg weitergeht, der jetzt gegangen wird, nämlich ohne dass dem zugestimmt worden ist, einen europäischen Großstaat zu schaffen, der sich als Region einbinden lässt in einen Weltstaat und das zum Schaden der Völker. Und ich denke, nicht nur die Deutschen, die werden sich am allermeisten gefallen lassen, abgelenkt durch Panem et Circenses. Aber ob die anderen Völker sich das gefallen lassen, das ist so eine Sache. Aber die Belastbarkeit der Völker ist sehr groß, ja. Sehr groß. Und wir lassen uns ja auch schon seit mehr als 10 Jahren diesen Niedergang gefallen, den ja besonders Wilhelm Nölling beschrieben hat, durch Mangel an Aufwertung. Wir haben ganz erhebliche Einkommensverluste seit der Zeit zu beklagen, die meisten Menschen in der Bevölkerung. Und wenn es einfach nicht mehr geht in den Kommunen, dann werden irgendwann die Menschen, vielleicht die Bürger, die Politik wieder in die Hand nehmen. Und ich denke, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht wirksam hilft, vertreten sind oder zu seinen Pflegen, nicht mehr zurechtkommt mit den parteienstaatlichen Verhältnissen, so wie sie sind. Das wird noch sehr viel schwieriger werden. Und am Ende stehen dann alle mal neue Verträge. Ich meine, ich werde mich immer einsetzen für eine europäische Integration, aber bitte nach Maßgabe des Rechts. Das heißt, es müssen verteidigt werden, Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat. Und das ist das Entscheidende. Wir brauchen ein europäisches Europa. Denn das sind ja nicht die Banken, die nutzen die Gelegenheit, wie jeder Unternehmer. Das ist ein gutes Recht sogar. Es ist die Politik, die den Banken das ermöglicht. Und in der ganzen öffentlichen Diskussion wird eins völlig übersehen, was die Grundlage ist der ganzen Entwicklung, der krisenhaften Entwicklung, die Kapitalverkehrsfreiheit. Ja. Wenn man die Kapitalverkehrsfreiheit, Artikel 63 jetzt des Vertrages, nicht streicht und nicht wieder die Hoheit der Völker über ihr Kapital, Wilhelm Hankel hat das auch sehr deutlich gemacht, wie wichtig das ist, wiederherstellt, dann besteht keine Chance. Die Kapitalverkehrsfreiheit besteht ja der gesamten Welt gegenüber. Jeder in dieser Welt hat gegenüber Deutschland, jedem anderen EU-Land das Recht der Freiheit des Kapitals und kann das einklagen als subjektives Recht, nicht nur die EU-Länder. Das kann man in einer so heterogenen Welt, in einer sozial völlig zerrissenen Welt
schlechterdings nicht machen. Da liegt der Kern des Übels. Solche Dinge müssen geändert werden. Es muss eine Politik der praktischen Vernunft kommen. Und ich hoffe, dass wenn die Bürger das in die Hand nehmen, was sehr schwer werden wird, dass es eine Politik der praktischen Vernunft werden wird. Klar, wenn und nicht das Gegenteil. Wenn es keine Frage mehr gibt, würde ich gerne noch was tun. Ja, bitte. Also, bitte. Nein, dann fragen Sie, bitte stellen Sie Ihre Frage. Ich mache ja. Ich will was zur Zweckgesellschaft sagen. Das ist ja doch eine Gesellschaft, die außerhalb der Bilanzen angelegt ist. Das ist eine Institution, die wir vorher alle verurteilt haben, weil die Banken das gemacht haben, weil sie so ihre Bilanzen verschleiert haben. Das machen wir jetzt. Und das ist natürlich auch vor dem Bundestag in den Hearings verhandelt worden. Und als dann derjenige, der darüber berichten sollte, über die Zweckgesellschaft aller Luxemburger Rechte, niemand wusste ja, was das war, er sollte Olli Rehn machen. Olli Rehn war aber nicht da bei den Hearings. Auch kein Vertreter war da. Ich kann nur sagen, wie kann ein Parlament über eine Zweckgesellschaft abstimmen, wenn die Experten, die dazu Stellung nehmen sollen, es ablehnen, vor dem Bundestag zu erscheinen. Und dann ist das ja durch das Parlament gegangen und hat Frau Merkel ja gesagt, wir wissen zwar, dass der Vertrag noch nicht fertig ist, aber ich bin sicher, es geht hier nichts Unrechtes an Geld heraus. Das war am 20. 21. Mai. Der Vertrag zur Zweckgesellschaft ist am 7. Juni in Luxemburg notariell beurkundet worden. Deswegen ist heute die Klage da. Ich meine, ungeheuerlich. Das hätte nicht in meinen Kopf hineingegangen, dass ein Parlament über 750 Milliarden entscheidet, ohne die Vertragsgrundlage genau zu kennen. Haben wir betont. Ja? Also das will ich nur mal jetzt sagen. Das ist wirklich. Und das wird dann, mir ist es so erklärt worden, naja, Not kennt kein Gebot, das wissen wir auch, dass es problematisch war. Aber da stand ja die Spekulation im Hintergrund. Ja, nun, ich weiß, wenn ich Leute zu etwas bringen will, muss ich eine spekulative Attacke an die Wand malen. Ja? Wenn ich das durchgehe und sage, wo war die spekulative Attacke? War es bei den Bondmärkten, war es bei den Aktienmärkten, war es bei den Rohstoffmärkten, war es bei den Devisenmärkten? Und wenn ich das durchgehe, sage ich, es können nur die Devisenmärkte gewesen sein. Aber wenn der Euro dann wirklich unter Attacke gerät, ich habe ihn schon bei 83 US-Cent gesehen, also 1,22 ist in keiner Weise dramatisch. Ja, da hätten nicht wir gezittert, sondern die Japaner und die Chinesen hätten gezittert. Ja, insofern sind uns da Dinge präsentiert worden, der Bundestag dazu gebracht hat, Sachen zu unterschreiben, unter dem Druck, alles bricht es zusammen. Und wenn man das abklopft, ja, dann bleibt von diesem Bedrohungsszenario relativ wenig übrig. Und man sieht, dass es einfach ein Bluff gewesen ist, der hier gespielt worden ist. Nun, ich gebe mich zu, das ist nicht bewiesen, das ist eine Hypothese von mir. Aber ich glaube, alles andere sind auch Hypothesen, die dazu in die Welt gesetzt werden. So, das war mein Darf ich noch hinzufügen, nur zur Kapitalmobilität oder du hast von Kapitalrestriktionsfreiheit gesprochen. Wir sollten erkennen, dass es die zwei Strukturelemente sind, die das internationale Finanzwesen bestimmen. Das ist die fast totale Kapitalmobilität, das heißt Beweglichkeit von Kapital rein und raus aus Volkswirtschaften, wie man es für richtig hält, dass damit die Spekulationen weltweit möglich geworden sind wie niemals zuvor und das im Zusammenhang mit der fast unbegrenzten Kreditschöpfungsmöglichkeit des international vernetzten Finanzwesens. Diese beiden Faktoren sind es, um die es geht, die müssen beschränkt werden. Sowohl die Kapitalmobilität für spekulative Zwecke, für bestimmte Zwecke, das werden wir schon auseinanderhalten, wo das wichtig ist, und dass man mit entsprechenden Maßnahmen, jetzt auch der Finanzaufsicht und Regelung, die Eigenkapitalbasis der Banken und Institute vergrößern muss, damit sie nicht wie bisher fast unbegrenzt Kredite schöpfen können, gegenseitig sich einräumen können und dass die Aufsichtsregelungen für Finanzprodukte, die hier zugrunde liegen und die durch die Kapitalmobilität überhaupt erst in die ganze Welt gepustet werden können, dass dies eingeschränkt wird. Solange diese beiden Strukturfaktoren so unangetastet bleiben, wie das heute der Fall ist, wird es außerordentlich schwierig sein, die internationale Finanzwelt bei all ihrem Tun doch so zu begrenzen, dass jedenfalls die wirtschaftliche Stabilität nicht leidet. Dankeschön. Das liegt ja an dem riesigen Volumen. Darüber könnten natürlich die Ökonomen mehr sagen. Bitte?
Herr Schlüter. Dieter Schlüter, Bild-Zeitung. Ich habe erstmal eine juristische Frage. Wie ich höre, wird im Finanzministerium darauf spekuliert, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil sinngemäß sagen wird, das war zwar alles nicht rechtmäßig, aber wir können es jetzt auch nicht mehr rückabwickeln. Für wie wahrscheinlich halten Sie diesen Fall? Zweite Frage, auch eine juristische. Wie weit ist es staatsrechtlich vertretbar, dass unsere Abgeordneten bei dieser Finanzgesetzgebung immer wieder, muss man inzwischen sagen, unter enormen Zeitdruck gesetzt werden? Wird denn da nicht Ihre parlamentarische Urteilsfähigkeit massiv eingeschränkt? Haben wir doch geschrieben. Handelt sich hierbei schon um Notstandsgesetze im übelsten Sinne? Ja, ich denke, dass diese Einschätzung ebenso realistisch wie perfide ist, dass das Bundesverfassungsgericht wegen des notwendigen Zeitablaufs eines Prozesses eben dann nicht mehr heilen kann. Wir haben ja deswegen den Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, auch in der notwendigerweise naiven Erwartung, dass vielleicht die Regierung die Wahrheit vorträgt. Denn hätte sie natürlich die Politik auch unterlassen können. Und in der weiteren Erwartung, dass der damalige Bundespräsident, der die Szene sehr genau kennt, eben diese verfassungswidrigen Gesetze nicht unterschreibt, damals noch bei der Griechenlandhilfe, aber auch bei einem anderen deutschen Gesetz. Wilhelm Hankel hat ja die nötigen Dinge dazu gesagt, die Hand müsste ihm verdorren. Als derjenige, der diese Verträge geschrieben hat, und der klar gesagt hat, damals in Spiegelgesprächen, also ein Bailout kommt überhaupt nicht in Betracht, eben seine Hand gereicht hat, um diesen Schritt zu machen. Also der Bundespräsident ist ein wesentliches Gesetzgebungsorgan, nicht der Schwätzer der Nation, sondern ein wesentliches Gesetzgebungsorgan, denn er hat das Recht und die Pflicht, jedes Gesetz auf die Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfen. Und dann auch die Pflicht natürlich, das hat er auch, das ist seine Amtsaufgabe und sein Amtseid, das Recht zu wahren und also Unrecht abzuwehren. Es gibt nicht nur das Bundesverfassungsgericht, es gibt auch den Bundespräsidenten. Und wenn schon Regierung und Parlament, die natürlich auch die Rechtsverantwortung haben, das Recht brechen. Und diese Erwartung halte ich für nicht unrealistisch. Ich denke, dass das Gericht in einem Jahr etwa entscheiden wird sich nicht übermäßig gedrängt fühlen. Und dann haben die ökonomischen Entwicklungen möglicherweise alles entschieden, denn die ökonomischen Gesetze, das habe ich von meinen Freunden gelernt, dankenswerterweise, stehen nicht zur Disposition der Politik. Ja, die entfalten sich ganz eigenständig aus der Sache heraus und dann ist das vielleicht erledigt. Nur, man muss dann auch mal die Konsequenzen ziehen. Ich denke darüber nach, wenn man das Recht nicht verteidigen kann, dann gibt es immer eine sekundäre Maßnahme, nämlich den Schadenersatzanspruch. Ja, sind schwere Schäden, die dem deutschen Volke zugefügt werden, die jedem Einzelnen zugefügt werden. Und man muss dann mal vielleicht Schadenersatzprozesse gegen die verantwortlichen Politiker einleiten, ja, wegen Amtspflichtverletzung nach § 839 BGB Artikel 34 Grundgesetz. Man muss einfach mal zu diesen Schritten greifen, wenn so augenfällig das Recht verletzt wird. Das Gericht wird genauso agieren, das denke ich auch, wie Sie es sagen, dass Sie sagen, was Recht ist, aber das gilt dann alles für die Zukunft. Und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Dann muss vielleicht auch mal das deutsche Volk bei Wahlen daraus Konsequenzen ziehen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe der Bild-Zeitung, der ich immer sehr dankbar bin für die kurzen, knappen, kunstvollen politischen Informationen der Öffentlichkeit, die sehr wirksam sind. Muss man erst mal können, das in der Kürze jeweils zu bringen. Über Fußball wird ein bisschen mehr geschrieben. Aber das Volk will ja auch nur wenig lesen. Und das muss man präzise sagen. Also da hat die Medien haben die allergrößte Aufgabe. Leider sind die meisten nicht so unabhängig, wie es zu wünschen wäre, dass sie also wirklich den Diskurs in jeder Weise fördern. Wir sind eine Mediendemokratie und können es gar nicht anders sein, wollen es auch sein, aber diese Aufgabe muss dann eben auch wirklich demokratisch wahrgenommen werden und nicht also einseitig, und das ist ein großes Problem, dass die meisten Medien sehr abhängig sind. Das ist nicht unser Thema, Karl, jetzt. Von Wirtschaft und Politik, ja. Aber das ist wichtig für den politischen Zusammenhang. Und die zweite Frage, noch mal ein Stichwort, bitte. Ja, ja. Ja, also wir haben das ja schon mal geltend gemacht in Sachen Gauweiler vor einiger Zeit, dass die
keine hinreichende Erörterung im Bundestag stattfindet. Der wichtigen Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts hat sich da sehr zurückgehalten und hat zwar das Parlament in diesem Beschluss, da ging es um eine Organklage, aufgefordert, eben doch sachgerechten Diskurs durchzuführen, eine deutliche Mahnung, aber hat daraus keine rechtlichen Konsequenzen bisher gezogen, zu sagen, dass ein Beschluss, weil er nicht hinreichend erörtert wurde, eben rechtswidrig ist. Aber ein Warnzeichen hat das Gericht gesetzt, und wenn es so weit geht, wie es Joachim Stabatti geschildert hat, dass man überhaupt nicht mehr informiert ist über die Texte, über die man beschließt, dann geht das sicherlich auch dem Bundesverfassungsgericht zu weit. Und wenn sich das erhärtet, dann muss man das schlicht und einfach auch vortragen, wenn also das Parlament also Leergesetze verabschiedet. Blanko-Gesetze. Ja, ja, Blanko. Vollmachten gibt. Bitte? Danke. In Bezug auf das, was Professor Stabatti gesagt hat, zu den Spekulationen im Vorfeld, wo Sie sagten, das ist aus Ihrer Sicht nur an die Wand gemalt worden. Können Sie das nochmal deutlicher sagen, woran Sie das festmachen? Weil es gab ja durchaus die Entwicklung an den Anleihemärkten in mehreren EU-Ländern, die dramatisch waren. Also wir können die Einzelmärkte durchgehen. Ich habe das eben stichwortartig gemacht. Wir haben Aktienmärkte. Wenn da die Umstände sich nicht ändern, macht eine Attacke relativ wenig. Das erholt sich sofort wieder. Das gilt auch für die Rohstoffmärkte. Bleiben also die Bondmärkte übrig und die Devisenmärkte. Bei den Bondmärkten können wir jetzt Deutschland, Niederlande und so weiter ausschalten. Bleiben also nur einige Länder übrig, die wir alle kennen, die die Londoner einfach sozusagen etwas verächtlich Peaks nennen. Entweder Peaks oder Peaks. Ja. Und wenn die Länder natürlich jetzt wirklich in der Lage sind, ihren Verpflichtungen zu entsprechen, was soll da passieren? Ja, schwierig ist es ja nur, wenn die sich refinanzieren müssen, wenn die unmittelbare Refinanzierung ansteht. Aber wenn keine Refinanzierung ansteht, ist das kein Problem. Wenn da mal die Kurse runtergehen, die werden sich wiederholen, wenn die Lage wirklich einigermaßen überschaubar ist. Und wenn sie nicht überschaubar ist, dann ist es richtig, dass die Kurse heruntergehen. Ja? Also wäre nicht viel passiert, sei denn, es wäre eine Anschlussfinanzierung notwendig gewesen und die Länder hätten nicht mehr zahlen können. Das war aber nicht der Fall. Bitte? Griechenland war ja gerettet. Ja. Es ging nicht um Griechenland, es ging um die anderen, es ging ja um Spanien. Es ging ja um Spanien, es ging um Portugal. Mhm. Es ging ja letztlich, wissen Sie, es ging ja um französische Banken, die in Spanien engagiert sind. Darum ging es ja. Nicht? Und das hat man ja so präsentiert. Und wenn dann gesagt, wenn eine Attacke auf den Euro droht, ja, Herr Soros und so weiter, da kann ich doch sagen, so what? Ja, wenn der jetzt das macht und darunter geht auf 1,15 oder auf 1,10, so what? Ja, der war schon bei 83 US-Cents. Nicht? Also da kann ich das erholt sich sofort wieder. Nicht? Also das meines Erachtens gebe ich da Herrn Pöhl völlig recht, der sagte, solche Szenarien werden präsentiert, um die Willensbildung in eine bestimmte Richtung zu beschleunigen. Ein Wort noch zur Spekulation. Die schlimmste Spekulation ist doch die öffentliche gewesen, dass die EZB praktisch zum Nulltarif Geld an Banken gibt, damit sie hochverzinste Griechenland-Anleihen kaufen. Und jetzt kauft sie diese Anleihen wahrscheinlich sogar ungeprüft nach ihrem realen Wert zum Nennwert zurück. Das ist Spekulation. Und die kommt bei den Banken an und nicht bei irgendwelchen nicht greifbaren bösen Subjekten. Das ist eine organisierte Bankenspekulation, die sogar vom System ausgeht, im System gewollt ist. Und das ist ein Skandal. Das darf nicht sein. Bitte schön. Fischer, Junge Freiheit. Ich habe noch eine Frage, sei nur indirekt angesprochen worden. Das Thema Austritt aus dem Euro, Wiedereinführung der D-Mark. Also Austritt Griechenlands ist ja wahrscheinlich unrealistisch wegen der praktischen Umsetzung. Geistert jetzt immer noch die Frage rum, Austritt Deutschlands zusammen mit Niederlande, Österreich, Finnland oder alleine. Ist das realistisch? Ist das überhaupt rechtlich möglich? Und ist es ökonomisch sinnvoll und möglich? Mhm. Ich darf vielleicht zum Rechtlichen zunächst was sagen. Rechtlich steht es ja im Maastricht-Urteil, dass Deutschland Ultima Ratio, wenn die Währungsunion keine Stabilitätsgemeinschaft zu sein verspricht und erwarten lässt, aussteigen kann. Aus der Währungsunion gilt natürlich auch für jedes andere Land, auch für Griechenland. Also rechtlich ist das möglich. Es geht einen Schritt weiter, was bisher nicht sozusagen von gerichtlich geklärt ist. Meines Erachtens ist auch der Ausschluss möglich, denn das ist ein allgemeines Rechtsprinzip, das, was ich schon angedeutet habe,
dass wenn also rechtliche das Recht verletzt wird, dass dann Konsequenzen gezogen werden können, um den Rechtsschaden wiedergutzumachen. Das allgemeine Wiedergutmachungsprinzip oder auch genannt der Anspruch auf Folgenbeseitigung. Griechenland ist beispielsweise rechtswidrig Mitglied der Währungsunion geworden durch Täuschung über die Haushaltslage. Das ist ein klarer Vertragsverstoß. Der Folgenbeseitigungsanspruch wäre der Ausschluss. Und das gilt auch für andere, die also die Konvergenzkriterien nicht erfüllt haben beim Eintritt in die Währungsunion. Das gilt ja im Prinzip auch für Deutschland und für fast alle. Es gibt nun mal dieses Rechtsprinzip. Das erste ist, primär heißt es, das Recht einhalten. Sekundär heißt es, die Folgen beseitigen, die negativen Folgen beseitigen. Also richtigem Recht nach, denke ich, gibt es auch ein Ausschlussrecht. Nur, das muss natürlich dann beschlossen werden von den entsprechenden Stellen. Und das wird wohl kaum geschehen. Und genauso muss der Austritt, der muss, ist eine Frage des einfachen Gesetzes. Nach dem Maastricht-Urteil würde genügen ein einfaches Gesetz in Deutschland, um zu entscheiden, dass Deutschland die Währungsunion verlässt. Wenn Deutschland die Währungsunion verlässt, ist sie ohnehin beendet. Sie kann sowieso nicht wieder zum Leben erweckt werden, so wie sie konzipiert ist. Was jetzt geschieht, ist eine andere Währungsunion auf tönernen Füßen, allerdings noch tönerner, nämlich auf der Grundlage einer Transferunion und Finanz- und Sozialunion. Nur ein kurzes Wort, Herr Fischer. Ich habe Herrn Papandreou öffentlich über das deutsche Fernsehen angeboten, ihn zu beraten. Er hat das natürlich nicht angenommen bisher. Aber der Rat wäre immer gewesen, Sie können doch Ihrem eigenen Volk diese Rosskur gar nicht zumuten, die darin besteht, dass die alten Schulden bleiben, wechselt ja nur der Geldgeber, und gleichzeitig aber mit diesem Gläubigerwechsel verbunden wird ein rigoroses Sparprogramm, was diese Volkswirtschaft noch kredituntüchtiger und unwürdiger macht, als es schon bisher ist. Und ich habe noch hinzugefügt, und falls Sie an Ihre Wiederwahl denken, dann sollten Sie den Notausgang für Helden wählen und freiwillig austreten und Ihre Krise so lösen, wie in den letzten 2500 Jahren alle Schuldenkrisen dieser Art gelöst worden sind, nämlich bilateral. Bilateral mit einer eigenen Währung, die abgewertet werden kann und die gleichzeitig die Möglichkeit bietet, dem Gläubigerkartell die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, entweder ihr gewährt einen Schuldennachlass oder ihr kriegt gar nichts. Ich weiß nicht, warum er den Weg nicht wählt, aber das wäre der Weg der ökonomischen Vernunft und der ökonomischen Geschichte. Und nur eine persönliche Bemerkung, wir alle kennen ja die Zukunft nicht, aber ich habe meine Jugend in Holland verbracht. Ich bilde mir ein bisschen etwas von holländischer Mentalität zu verstehen. Von Fußball, holländischen Fußball? Das will ich außen vor lassen. Ich rede jetzt mal von den Ökonomieprofessoren, bei denen ich gelernt habe. Und ich habe eins gelernt, was die Deutschen nicht fertig bringen, zu protestieren, wenn es an Geldbeutel geht, das liegt einem Holländer im Blut. Also wenn es zu einem Austritt kommt, würde ich sogar vermuten, könnte er von Holland ausgehen und dann sollte sich Deutschland allerdings anschließen. Ich würde hinzufügen, dass beim Weiterbestehen der Währungsunion, wie sie jetzt 11 Jahre bestanden hat, dass wenn sie so weiter besteht, abzeichnet durch die neu geschaffenen Transfermechanismen und die Schwächung des Wirtschaftswachstums, dass die wirtschaftlichen Grundlagen ganz Europas zerstört werden. Ich sage bewusst nochmal zerstört werden, dass diese Gefahr besteht. Und wenn die Einsicht darüber wächst endlich und auch in der Bevölkerung sich breit macht in einem mangelnden Vertrauen in diese Euro-Währung. Wir haben diesen Vertrauensverlust ja inzwischen schon. Der wird sich noch stärker ausprägen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es zu politischen Reaktionen kommt, die dazu führen, dass insbesondere Deutschland in Verbindung mit den anderen Hartwährungsländern die Initiative ergreifen muss, weil sie vor den Wählern dafür verantwortlich ist, ob eine blühende soziale und volkswirtschaftliche Gemeinschaft im Herzen Europas vor die Hunde geht, weil wir verantwortlich dafür gemacht werden, dass andere Länder diesen Wettbewerbsstress nicht aushalten der Währungsunion, dies auch in Zukunft nicht reformieren werden. Diese Einsicht wird meines Erachtens wachsen und von daher, meine ich, wird der Druck kommen,
der auch die deutsche Regierung zwingen wird, nach Verbündeten zu suchen, um mit denen, die wir ja auch benannt haben in unserem ersten Gutachten, die Verbündeten zu suchen, mit denen man eine Eurozone sozusagen begrenzen kann, sie bestehen lässt, aber die abstößt, deren vitales Interesse, wie Wilhelm Mankel gesagt hat, ja darin bestehen muss, die Freiheit in ihren außenwirtschaftlichen Bewegungen wiederzuerlangen. Also über Abwertung eine Stabilisierung ihrer Exporte zu erreichen und auf diese Weise relativ friedlich, ich sage relativ friedlich, die ungeheuren Importüberschüsse wieder abzubauen. Dies kann ja nur geschehen, indem jedes einzelne Land. Wir brauchen gar nicht vorauszusehen, was passieren wird, aber dass die Außenhandelsdefizite dieser Länder, die jetzt mit Maßnahmen das wirtschaftliche Wachstum einschränken wollen, dass diese Außenhandelsdefizite und die Staatsdefizite nicht eingeschränkt werden, das ist vorhersehbar. Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Bitte schön. Mein Name ist Krümann. Ich komme von keiner Zeitung, sondern ich bin ganz privat mit meiner Frau hierher gekommen. Wir haben gestern Ihre Anzeige gelesen. Und Sie sind dankenswerterweise die Einzigen, die tatsächlich hier aufklären und unserer Bundesregierung Widerstand leisten. Das freut uns sehr. Aber angesichts dieser ungeheuerlichen Entwicklung, die Sie hier aufzeigen, die Bundesregierung weiß das doch auch alles. Und die Frau Merkel weiß das auch. Muss man sich doch fragen, wie weit ist unsere Regierung überhaupt noch souverän? Ist sie in der Lage oder gibt es hier Geheimverträge, die sie irgendwie an französische Interessen anbindet? Sie sollte souverän sein, uns dankbar zu sein, dass wir das machen, ja. Ich meine, eine Bemerkung dazu, sie ist nicht souverän, aber der Souveränitätsbegriff hat sich auch vollkommen verändert durch die Einbindung. Er passt eigentlich gar nicht mehr in die heutige internationalisierte Politik. Kein Staat ist mehr in dem Sinne souverän, wie es vielleicht noch die bei Baudin gedacht wurde, der der große Lehrer der Souveränität ist, oder auch in späteren Zeiten. Nur, das wirkliche politische System ist ein völlig anderes, als es im Grundgesetz steht. Ich denke, das wichtigste Gremium sind die Staats- und Regierungschefs, deren Zusammenkünfte, deren Freundschaft. Ich halte es schon für eigentlich verfassungsrechtlich mehr als fragwürdig, dass diese Personen sich alle duzen. Ja. Ja? So kann man eigentlich die Interessen eines Landes nicht vertreten. Da hat ja Bismarck das Nötige dazu gesagt, also Völker haben keine Freundschaft, sondern Interessen. Und dass nicht, dass da die Entscheidungen getroffen werden, dass man nur erwartet, dass ein Regierungschef die Absprachen auf höherer Ebene durchsetzt in seinem Land. Und er schafft es ja auch, Kraft unseres parteienstaatlichen Systems. Und wenn er dann ein bisschen angekratzt wird, wie jetzt bei der Bundespräsidentenwahl, gibt es einen großen Aufschrei, hat ja gar keine Macht mehr. Richtig, aber das ist natürlich immer nur parteienstaatlich gedacht. Es ist nicht richtig, das ist eben eine Schwäche der Demokratie, dass ein Einziger der Sache nach die Macht hat, alles durchzusetzen, insbesondere mit der Quasi-Legitimation. Es ist vereinbart, es ist abgesprochen auf internationaler Ebene und kein Abgeordneter wagt mehr wirklich dagegen zu Felde zu ziehen, zu sagen, ich bin anderer Meinung, dann gilt er als regierungsunfähig und nicht koalitionsfähig. Und da haben wir die politische Kultur des Grundgesetzes, eben die also auf den Bürger abstellt. Eine Instanz, die ja die verfassungsrechtliche Literatur überhaupt nicht kennt. Ich bin ehrlich gesagt der Einzige, der die dogmatisiert, den Bürger. Ja? Die zentrale Figur des Staates, der ist völlig ausgeklammert. Und den gibt es eigentlich gar nicht mehr in dieser Politik. Der ist nur noch Wähler, kann man auch anders nennen, aber mehr auch nicht. Und da zeigen sich jetzt gerade in dieser Krise zeigen sich die Schwächen der Entwicklung unseres gesamten politischen Systems, das sich eben auch leider weitgehend mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts weit entfernt hat von dem, was das Grundgesetz eigentlich geregelt hat. Da ist der entscheidende Baustein Sittlichkeit der Bürger. Das will man ja gar nicht wahrhaben. Ja? Also ich sage das mal in meiner Art, der kategorische Imperativ, der im Grundgesetz mit aller Deutlichkeit steht, im Freiheitsprinzip, der den Bürger einfordert und wir folgen dem vielleicht, also dem Satz von Mommsen, ich wünschte ein Bürger zu sein. Da müssen alle sein und versuchen und dann kann man eben
diese Politik, diese Verfallserscheinung der Republik, wie ich das nenne, im Parteienstaat, nicht zulassen. Aber das sind die Auswüchse, dass dann die Macht abgegeben wird an solche quasi informellen Gremien, diese ständigen Treffen der Staats- und Regierungschefs, die schaffen Verbindlichkeit, die Wahl überhaupt nicht mehr. In der Realität. Aber wir versuchen die Normativität, das Gesetz zu verteidigen mit schwachen Kräften. Vielleicht gestattest du, Karl Albrecht, eine kleine Korrektur. Eine kleine Korrektur deiner Aussage, dass es keinen Abgeordneten gegeben hätte, der sich dem nicht entgegen gibt. Naja, gibt oder gegeben hätte. Ja, natürlich. Und da muss man sagen, will ich meinen ehemaligen Berufsstand doch ein ganz klein wenig, nur wenig. Im Prinzip bin ich deiner Meinung, aber es gibt eine Erklärung des FDP-Abgeordneten Schäffler, die so ausgezeichnet ist, dass man sie überall abdrucken könnte, um zu zeigen, wie auch jedenfalls nur ganz wenig, es gibt noch ein, zwei, drei, die da mitgemacht haben, doch versucht haben, die Würde des Parlaments zu wahren. Ja. Ich möchte zur Krankheit unserer Zeit nur zwei Worte sagen. Das eine habe ich genannt, Systemrelevanz. Das andere muss noch genannt werden, das klang in allen Beiträgen meiner Freunde an. Die Kanzlerin sprach von alternativlos. Meine Damen und Herren, alternativlos ist im menschlichen Leben nur eines, der Tod. Es gibt zu jedem Lebensphänomen, Politik soll auch dazugehören, immer Alternativen. Und das Schreckliche ist eigentlich, dass sich unsere Regierung zu einer alternativlosen Politik bekennt, die darin besteht, zu glauben, dass Europa als Begriff über seinen Grundelementen steht, die da heißen Recht, Freiheit, Selbstbestimmung der Völker. Ein Europa, das diese Grundrechte der Völker nicht garantiert, kann gar nicht existieren. Deswegen ist es fast Schizophrenie zu sagen, wir schaffen das Recht ab, den Sozialstaat und bürgerliche Freiheiten für ein Konstrukt namens Europa, von dem wir noch nicht einmal einen Verfassungsentwurf haben. Das muss korrigiert werden. Denn ich sehe immer wieder, wie junge Leute Europa begeistert sind, aber mit Europa im Grunde nichts Konkretes verbinden, sondern eine nebulöse Vorstellung. Die ist ja schön. Aber sie muss konkretisiert werden und dann sind wir bei dem, was wir versuchen, hier dem Verfassungsgericht klarzumachen. Bitte? Torxdorf, mein Name ist Torxdorf, auch von der Neuen Solidarität. Nur eine Sache würde mich noch interessieren, da mehrmals Glass-Steagall schon gefallen ist, sollte es natürlich so sein, dass die Unterstützung ist sehr groß in den USA, in der Bevölkerung, die Umfragen sind so bei 78-80%. Über das politische System kann ich jetzt auch nicht viel sagen, aber sollte es so sein, dass diese Entscheidung doch gefällt wird, also dass man irgendwie in der Form so ein Trennbankensystem einführt, was natürlich auch damit einhergeht, dass viele Leute sehr ärgerlich sind, ähnlich wie hier über diese riesigen Rettungspakete, würde das ja die Lage irgendwo verändern. Wie würden Sie denn in einer solchen geänderten Lage auch die Erfolgschancen für Ihre Klage sehen? Ja, aber Sie wissen doch, wenn ich das nur dazwischen werfen kann, dass die Sache in Amerika entschieden ist durch die Gesetzesvorlage, die im Haus und im Kongress angenommen worden sind. Alles, was geschehen konnte, um den Glass-Steagall in Amerika wiederzubeleben, ist hier geschehen. Ich weiß deshalb nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Auf Sie unsere Klage. Wollen Sie, dass Sie uns in dem Sinne unterstützen, dass wir einen Glass-Steagall-Akt in Deutschland propagieren? Wir haben das KWG. Da haben wir auch nicht dasselbe Bankenwesen, muss man hinzufügen, wie es die Amerikaner haben. Ich sagte doch in Ergänzung zu dem, was Wilhelm Nölling sagte, wir haben unser KWG. Das ist leider durch die europäischen Geldmärkte in seiner Wirksamkeit ausgehebelt. Wir müssen zurück. Entweder übernimmt die EU das deutsche KWG in seinen drei Grundprinzipien, nämlich Eigenkapitalhaftung, Risikogrundsatz und Fristenkongruenz. Rückkehr zur Refinanzierung von Krediten nicht aus Bankschulden, sondern aus echten Ersparnissen. Ja. Das ist der Kern. Oder wir erleben das Scheitern dieses monetären, ja man muss schon sagen, Tollhauses, ja. Genau das. Ja, ich denke, es gibt keine weiteren Fragen. Es ist ja auch sehr warm hier in dem Raum. Ja, also zu warm, also schon damals draußen anzunehmen, aber wir haben alle durchgehalten. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit ist die Pressekonferenz beendet. Herzlichen Dank.